So, und am Schluss die Nachricht des Tages. Also in Kaiserslautern am Hofe. Bei uns auf jeden Fall nicht. Ja, was sollen wir auch mit jemandem, bei dem der Lack ab ist? Also der Lack vom Ball. Nicht umsonst heißt Simone mit Nachnamen Ballack. Und dank dem Michael XXXX und so weiter trägt sie die Eselsbrücke im Namen. Damit wir für immer wissen, wo sie herkommen. Von dem, der mit dem Ball tanzte. Ja, zurück zur Meldung. Also in Kaiserslautern. Laut meinen Kollegen hat Simone einen neuen Alten. Und das, obwohl die erst seit 2 Monaten getrennt ist vom Flo. Nun hat sie Andreas, einen Jugendfreund. Ja, und die Bunte kann es nicht besser schreiben am heutigen Tag. Der Violine, der Himmel hängt für Simone Ballack gerade voller Geigen. Schön, wissen wir das auch. Ja, und bevor ich es vergesse, von meiner Schwester, die Bekannte von der Arbeit im Büro, deren ihr Bruder spielt auch im Verein Fußball. Und sein Mannschaftskollege, das ist der Ex von der Bekannten aus dem Büro, der hat jetzt auch eine neue. Seit heute Morgen. Genial. Gönnen wir allen ihr Liebesglück so kurz vor Weihnachten. Wer möchte da schon gern allein sein? Und beenden wir die Sendung am Tag der Violine mit dem Satz der Bunten. Der Himmel hängt voller Geigen. Danke, Himmel. Und lasst ihr den Kopf nicht hängen, denn bei uns geht's doch weiter mit den besten Classics. In der Abendwelle. Ciao. Today 89,0.